Ich dachte mir, für den Anfang dieses Parts legen wir uns einfach mal ein ordentliches Outfit zu, was auch hier in den Wald passt. Wir ziehen es auch am besten gleich an. Und dann geht's gleich weiter mit der Story auf jeden Fall. Denn eigentlich habe ich schon vor, in diesem Part noch den Boss zu besiegen. Wir werden sehen. Je nachdem, was so abgeht. Okay. Wie sieht Mario denn jetzt aus? Ja, perfekt. So muss das doch sein. Ja, im letzten Part hatten wir schon einige Probleme. Um ehrlich zu sein. Bin ich auch nicht ganz so stolz drauf. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich jetzt hier wieder langlaufe, weil wir uns jetzt eh nach hier teleportieren. Ich wette, da sind jetzt zwar alle von diesen Viechern wieder da, aber die werden uns jetzt einfach mal vorklöpfen nochmal. Und dann. Beziehungsweise wir können es auch dran vorbeischleichen. Das hätte ich beinahe übersehen. Da gibt es sicher auch nicht nur diese drei Münzen hier. Schon wieder da hinten eins von diesen Viechern gesehen. Ne, da oben kommen wir ja hin. Ach, da ist mal wieder eine Nuss. Okay. Ja, super. Irgendwie ist es schon die dritte oder vierte Nuss. Keine Ahnung, was sie hier mit so Walnüssen haben. Da geht es anscheinend nicht weiter. Aber Hauptsache ist, wir haben den Mond gefunden. Fuck. Ja gut, dann halt nicht. Gehen wir doch wieder hoch. Das war schon wieder knapp. Cappy ist hier unser Putztuch. Ach du Scheiße. So, da würde ich mich nicht drauf bewegen. Sorry, aber das wäre mir ein bisschen gefährlich. Ich glaube, da drüben sollten wir uns mal umschauen. Auch wenn der Weg dorthin nicht so ganz einfach ist und ich einen sehr beschissenen Zeitpunkt gewählt habe, ist aber noch alles gut gegangen. Wir holen die mal auf die Pussy-Variante. Aber wenn es möglich ist, naja. Nice. Die vierte Nuss. Oder auch fünfte, keine Ahnung. Die Nuss auf der Turmruine. Oh, Crap! Sagt mir doch einer, dass das weggeht. Ja, das ist die eine, nehmen wir jetzt auch noch mit. Ach so, die kommt aber noch mal. Ah. Bleibt jetzt ewig da? Nee. Okay, dann sollten wir uns jetzt hier auch beeilen, wahrscheinlich. Weiß ja nicht, wo die hier hinführt. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ah ja, zu diesem Stückchen Land. Da oben drauf ist ja unser Ziel. Jesus. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Auch wenn es nur drei Münzen sind. Okay, ab hinein. Ich denke mal, hier drin wartet noch irgendwas auf uns. Ja, ist aber fast klar. Immer im Inneren des Himmelsgartenturms. Alles klar. Okay, ich dachte eigentlich, hier hinten ist noch irgendwas versteckt. Hätte ja sein können. Aktiviere mal den P-Schalter. Ah, okay. Achso, der ganze Scheiß soll mich hier nur hindern. Hat's auch geschafft, lol. Oh Gott. Das ist schon wieder so schlecht. Na los. Wir kommen da schon noch hoch heute. Soll ich da denn rankommen? Das ist ja nicht möglich. Wahrscheinlich eher von weiter oben, ne? Ach so, mit dir. Ah. Okay, wartet, wartet, wartet.
Hallo. Ach, alter Drecksvieh. Okay. Haben wir es doch noch hingekriegt. Okay. Was ist jetzt hier noch? Hier an der Seite irgendwas? Nee. Ich glaube, das hier ist nur eine Art Abkürzung, kann das sein. Aber normalerweise müsste man da hoch, falls man jetzt die Viecher alle umgebracht hat, aus Versehen. Da geht's weiter, aber ich glaube noch nicht dran, dass wir schon fertig sind. Shit. Oder geht's hier etwa weiter? Da ist auf jeden Fall ein Mond, okay. Nee, ich glaube, dann sollten wir nochmal da in dieses, wo auch immer das jetzt war, nochmal rein. Muss jetzt allerdings nochmal warten, ehe hier das nächste Zeug langkommt. Wir backen irgendwie noch zwei Blumen drin rum. Okay, okay, okay. Was ist hier? Ach, eine Nuss, okay, also noch ein Mond. Sauber. Die im Turm gepflanzte Nuss. Irgendwie haben sie es ja echt mit Nüssen gerade. Naja, da haben wir dann wenigstens schon wieder fast die ganzen, ach ja, komm. Springen halt wahrscheinlich noch oben drüber, ist kein Problem. Ach ja. Ich wollte eigentlich noch schauen, ob hier noch irgendwelche, Münzen sind, die man schön verpassen kann. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, mit dem Vieh hier hochzugehen. Und jetzt sind wir ja im Prinzip schon oben. Aber wenn wir jetzt diese Brodels oder wie auch immer die heißen, da wieder besiegt haben, dann ist doch die Sache hier schon Geschichte. Ich frage mich, warum. Hier ist auf jeden Fall... Okay. Ist hier noch irgendwas? Ah ja. Man sollte sich immer umschauen. Weiß allerdings nicht, ob ich jetzt mich trauen soll, hier außen irgendwie drauf zu springen und... da außen rumzulaufen. Jesus. Oh Gott, nein, das geht doch nicht, oder? Ja, ist doch gut. Ich will doch nur zu den Münzen dahinter. Gott. Das ist ja was für mich, ey. Komme ich jetzt auch wieder vor? Ja, so auf jeden Fall. LOL! Bester Save des Jahrhunderts. Dafür will ich ein Like haben. What the fuck? Wie geht das? Also sollte irgendwer aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen mal irgendwann den Best-of machen von unserem Kanal, dann muss dieser Moment als Nummer 1 rein. Es ist einfach so. What the fuck? Ich habe nie erlebt sowas, okay. Wow, alles erfolgreich geholt, würde ich sagen, ne? So, dann jetzt aber wirklich der Bus, also... ETF. Vielleicht sollte man ja auch darunter springen, aber definitiv nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, der fette Blaue ist jetzt an der Reihe. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Yes, komm her, du Spast. Ist ja easy. Was macht er jetzt? Wow. Kotzt er hier hin oder was? Ich lasse mich auch noch treffen davon. Wo ist er denn? Ach da.
Ja, kotz hier nur alles voll, mein Freund. Kotz hier nur alles voll. Wow. Ich sollte ihn im Auge behalten, aber ich habe das Gefühl, er ist einfacher als die alte das letzte Mal. Ja, triff mich hier halt. So ein Spaß. Mein Gott, ey. Ja, ich finde die echt einfacher als die letzte. Auf der Kopfsteinpyramide. Was haben die hier für geiles Bergpanorama eigentlich? Das gibt es bestimmt irgendwo in echt. Sieht auch aus wie die Alpen irgendwie so ein bisschen. Okay, holen wir uns erstmal unsere wohlverdienten 3 Sterne ab. Bin gespannt, ob es hier noch eine Mission gibt. Ich wette eigentlich fast, weil kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier schon vorbei ist. Blumenliebe im Himmelsgarten. Der Multimond. Okay. Wir könnten jetzt die Welt natürlich schon verlassen und ins wo auch immer hin reisen. Aber na. Ja. Geheimes Blumenfeld, Pfad. War ja klar, dass die Sache hier noch nicht gegessen ist. Ist da oben etwas gelandet oder habe ich mich verguckt? Ja, du, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Was sind das denn für Blumen? What the fuck? Lol. Seit wann ist denn hier sowas? Wo kriege ich denn hier Samen her? Weil da war ja auch wieder was zum Einpflanzen. Hier waren auch wieder nur Münzen, ne? Das ist irgendwie in dieser Welt hier alles verarsche mit diesen leuchtenden Krams da. Ach so, und je mehr ich da einsammle, desto länger hält das, oder was? Ich habe nur angehalten, weil ich hier was gesehen habe. Man kommt hier nämlich hoch und sieht, dass man nichts sieht. Okay, ach doch, da ist was. Wäre auch zu blöd gewesen, wenn jetzt hier gar nichts gewesen wäre. Hätte man auch gleich am Anfang finden können. Okay, aber egal. Hauptsache ist, wir nehmen es überhaupt mit. Ich gehe jetzt hier mal noch ein Stück weiter. Kann ja sein, dass man noch irgendwas findet, wenn man hier noch ein Stück nach oben geht. Sogar ziemlich wahrscheinlich, denke ich. Kann auf jeden Fall die ganzen Bäume mal ein bisschen von näher betrachten. Hier muss es eigentlich was geben. Also an Monden meine ich. Sauber gerade geworfen auf jeden Fall. Wir haben auch schon 60 von den Münzen. Also die Welt ist ja an sich auch nicht so groß. Es gibt halt hier hinten noch diesen Teil, den wir noch gar nicht gesehen haben. Aber an sich, Moment, mich würde mal interessieren, was wir schon so für Monde haben. Die ganzen Nüsse. Und wenn hier schon eine Nuss ist, dann denke ich nicht. Dann müssen wir mindestens noch eine finden. Oh Gott. Viel zu tun noch auf jeden Fall. Und ich frage mich echt, wann wir endlich mal diesen komischen Block da unten aufmachen können. Den haben wir bis jetzt in jeder Welt gefunden. In jeder, wirklich ausnahmslos. Ist hier vorbei? Nee. Aber wir kommen so nach hier oben. Na, sieh mal einer an. Und unsere Freunde sind wieder da. Die Zwiebeln. Zwiebelmenschen, Männchen, wie auch immer. Was ist hier was hier? Die nehmen wir doch glatt mal mit. Und dann schauen wir mal, dass wir hier diesen Baum nach oben kommen. Ich denke mal, das wird auch nur mit diesen Viechern gehen. Da wartet locker der nächste Mond auf uns. Eventuell ja auch in Form einer Nuss. Ja, tatsächlich. Oben auf dem hohen Baum. Dann sieh mal einer an. Dann ab wieder nach unten. Also ich finde es so blöd, dass auch in unserer Gegnerform da uns diese Viecher angreifen können. Beziehungsweise allgemein halt angreifen. Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie denkt man das ja nicht. Ah, jetzt sind wir hier oben auf dem Wasserfall. Alles klar. Da schaue ich doch mal, wo der so herkommt. Hallo, kommst du mal her?
Lol, was hat der für eine geile Frisur? Ich wette aber, wenn ich ins Wasser gehe, der kann bestimmt nicht schwimmen. Der kann irgendwie nur springen, kann das sein? Doch, er kann schwimmen. Aber wo bringe ich den denn hin? Bis jetzt noch keine Stelle gesehen, wo sich ein Feuerbruder als nützlich erweisen würde. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber der ist ja nicht umsonst hier. Aber wir kommen auf jeden Fall auch hier hoch mit dem. Auch da hinten weiter. Ich glaube, da müssen wir, wenn, mit dem Vieh weiter, ne? Ach, die sind da instant tot, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wette, wir finden irgendwann mal noch irgendeine Stelle, wo man mit diesem Feuerbruder hin muss. Das ist zwar dann langwierig, weil das total auf den Sack geht, mit dem Vieh herumzurennen. Aber egal. Da muss man vielleicht hier irgend so einem Vieh helfen und da irgendwie die Hecke abfackeln oder so ein Scheiß. Irgend sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich wollte ihn eigentlich besiegen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit dem Vieh erstmal weiter, wahrscheinlich dort hinten, ne? Weil hier ist ja nichts weiter, genauso wenig wie dort. Doch, da ist was. Aber ich glaube, da kommen wir später erst hin. Der Feuerbruder ist auf jeden Fall wieder da. Der sollte mich auf keinen Fall treffen. Denn sonst hätten wir. Ah, hier muss er hin. Wow. Du willst mich aber auch verarschen, oder? Als ob der hier hochkommt. Hä, es ist doch locker nicht das einzige Ding, das man anbrennen muss. Guck mal her, mein Freund. Jetzt geht wieder die geile Musik los, okay. Hier braucht man den aber nicht mehr. Kommt man hier wieder nach oben, wenn ich einmal runtergehe? Ach so, ach, das ist hier. Ah, gut, dann gehe ich nicht da runter. Natürlich nicht. Wäre ja schön blöd. Aber wo geht's weiter? Ach, da. So viel zum Thema schön blöd, okay. Aber was genau müssen wir dann machen? Oder geht's hier weiter an der Stelle? Oder hier oben irgendwo? Ist jetzt so die Frage, ne? Also da geht's auf jeden Fall weiter. Hier eher nicht so. Oh Gott, ey, das ist wirklich total verwirrend. Diese ganze Welt bis jetzt. Schon wieder ein Feuerbruder. Ich wette, ich brauche den auch nochmal hier. Ich wollte ihn eigentlich auch nicht umbringen. Okay, nächster Mond auf jeden Fall. Rauf auf die Klippen zur Nuss. Interessant. So muss ich von hier machen. Geht's überhaupt weiter? Ne, geht's ja gar nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Ich muss doch da hoch. Vielleicht doch da hinten? Aber wir sind doch hier, wo. Da unten ist doch da, wo wir schon mal waren die ganze Zeit. Da oben sind auf jeden Fall Münzen, aber mehr auch nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Kann man die denn nicht damit aktivieren? Nö. Muss ich wahrscheinlich
Warum geht das denn nicht? Ich bin verwirrt. Du wieder her, du komisches Zwiebelvieh. Du Scheiße, hier ist der Panzer. Gib ihn mir. Huch, wie schieße ich denn? Lol. Ich hätte gar nicht gedacht, ich habe gar nicht gesehen, dass es hier ist. Kann man da mit dem draußen auch irgendwas machen, also da, wo wir hergekommen sind? Also das ist ja richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass man den hier schon trifft. Man hat den ja schon in diversen Trailern gesehen. Ich hoffe mal, wir können den noch eine Weile behalten, aber man kommt ja hier nicht weg. Kommen wir wenigstens da rein? Kommt er da drüber? Natürlich nicht. Ja, die Viecher kennen wir ja schon aus dem letzten Part. Zack, rein damit. Hier noch irgendwas? Oh ja, da oben. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder so ein Vieh mitnehmen müssen. Komm mal her, mein Freund. Ich möchte doch nur ein paar Münzen mitnehmen. Das ist ganz schön tricky. Ne? Okay, ab nach oben. Sehen wir hier noch mehr, was wir jetzt hätten holen müssen? Nee. Ich bin gespannt, was man hier noch so machen muss. Hier ist auf jeden Fall eine Halbzeit. Das ist gut. Kann ich natürlich auch so holen. Ladestation im Robohain. Und was ist das da mit der Rakete? Wir haben so eine schon mal gesehen im... Pack doch da noch einen zweiten unsichtbaren Block daneben. Dann ist das doch viel offensichtlicher. So eine haben wir schon mal gesehen im Wüstenland, aber damals konnten wir die noch nicht... benutzen, jetzt allerdings schon. Rastet gleich der Controller aus. Was genau machen wir hier? Ich sehe, dass ich nichts sehe. Am Mondstücken sammeln, okay. Wie will ich da denn bitte ankommen? Oder muss ich den Scheiß hier immer drehen? Gott. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier auf einen Schalter gehe und das Ding dreht sich. Und dann, dann muss ich hier den Rest noch einsammeln, der hier irgendwo am Rand hängt oder so. Nee, mit euch. Ach so. Aber wo sind diese Stücken, die Mondstücken? Jetzt die andere Frage, ne? Boah, Alter, diese Steuerung mit dem Vieh. Ich finde, die haben irgendwo total asozial. Ich sehe nichts. Irgendwo im Nichts hier so eine Plattform hingepackt. Wo man mit dem Vieh jetzt hin muss. Halt gar nichts, Alter. Das ist ja mal asozial. So, wo soll ich jetzt das andere Vieh finden? Hier oben auf dem Turm oder was? Ah ja. Ja, sauber. Den Mond haben wir auf jeden Fall schon mal, aber... Was ist hier? Nicht oder was? Okay.
Ist ja auch seltsam. Naja, schnell weg von hier. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Spaziergang im Nebel hieß der. Dann hauen wir doch mal wieder ab von hier. Auf jeden Fall coole Sache. Wenn uns so ähnliche Minispiel-Level in den anderen Welten erwarten, wenn wir so eine Rakete antreffen, dann coole Sache auf jeden Fall. Und was sehe ich denn da? Eine Goomba-Dame. Wo sind die passenden Goombas? Dort. Ich muss mir auf jeden Fall den großen Turm holen. Und dann so machen. Kommen wir schon ran? Ja. Ah, nee, noch nicht ganz. Kommst du einer Goomba bitte noch? Hallo. Dich nehme ich noch mit. Dann sind wir groß genug für die Goomba-Dame. Das hat man auch schon in diversen Trailern gesehen. Auf jeden Fall coole Sache. Die lässt dafür auch einen Mond springen. Die wir uns gleich mal gönnen werden. Weg mit euch. Der schaut ganz ungläubig zu. Ja, bist froh, dass du nicht dabei gewesen bist, gell? Hier war ja eigentlich noch was? Ja, da geht's noch weiter. Da sind noch Münzen, oh Gott. Hier gibt's noch so viel zu tun. Ich glaube, wir machen da lieber am nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ich euch geholfen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dahin, ciao.